So, und weiter geht's mit Mass Effect 3. Und wir gehen jetzt zu Commander Bailey. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Okay. Gut, dann machen wir das so. Dann verziehen wir uns erstmal wieder. Wo auch immer hin. Denn ganz genau verstanden, wo wir jetzt hin müssen, habe ich noch nicht. Aber egal, sehen wir dann gleich. So, warte, schauen wir mal. Hier denke ich mal nicht. Da denke ich mal auch nicht, oder? Miranda. Patientenlounge mit Thane. Was haben wir hier noch? Präsidiumsunterhaus. Da waren wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Bank, Apartments. Nee, da waren wir noch nicht. C-Sicherheitsaußenposten. Ah, Jonas Sedaris. Da müssen wir hin. Sehr schön, dann machen wir uns mal gleich auf den Weg. So, Präsidiumsunterhaus. Ich meine, da waren wir noch nicht. Ich kann mich aber auch irren. Kam mir jetzt so unbekannt vor. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur... Wenn wir hier eine kleine Entscheidung treffen, wen wir hier irgendwie unterstützen wollen oder so. Ich unterstütze einfach mal den zögernden Zivilisten, weil ich denke, das ist mehr vorbildlicher als den draufgängerischen. Sie beide könnten Leben retten, indem sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen? Wow. Commander Shepard? Ja, und das ist ein guter Rat. Melden wir uns als Freiwillige für den medizinischen Dienst. Na, wie klingt das? Naja, besser als mir mit einem Gewehr in den Fuß zu schießen. Ah, okay. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Kanala-Export. Oh, Keukarpfen. Ja, wollen wir haben. Ah, was ist das denn geiles? Blood Dragon Panzerung. Von Dragon Age. Sehr schön. Ich gucke aber nochmal ganz kurz. Was haben wir hier? Erhöht den Schaden um 7,50% oder 7,5%. Und verbessert die Konzentration beim Zielen durch kurzfristige Verlangsamung der Welt. Ah, das brauche ich nicht. Verbessert das Präzisionsgewehr Zielfernrohr. Das kaufen wir, glaube ich, mal. Ja, diese Panzerung, die hätte ich schon gerne. Aufladezeit der Kräfte oder Tempo wird erhöht, Kraftschaden wird erhöht, Schilde werden erhöht. Ich hole mir die jetzt einfach mal. Wir haben es ja mittlerweile. Allzeit bereit. 1 und 2. Okay. So, hier können wir eventuell wieder ein paar Rabatte rausholen. Einfach mal schauen. Wir speichern mal vorher. Reden mal mit ihm. Was will er denn? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Automatischer Fischfütterer. Ah, okay. Wir hätten uns wahrscheinlich auch das kaufen können, was uns dann diesen zweiten Punkt gebracht hätte.
Pistolen Großkaliberlauf. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, das ist alles so schön. Diesen Shredder-Mod kaufen wir uns, glaube ich, auf jeden Fall, denn die Schrotflinte haben wir, glaube ich, immer dabei. Die Pistole, diesen Großkaliberlauf finde ich allgemein nicht schlecht, aber momentan tragen wir ja keine Pistole dabei, deswegen lasse ich das erstmal und diesen automatischen Fischfütterer lasse ich einfach mal. Also, oder hole ich mir einfach mal, meine ich. Der ist zwar teuer, aber meine Güte, dafür leben unsere Fische dann auch, die wir kaufen und müssen uns die nicht immer wieder neu kaufen. Das ist auch doof. Ja, und ich wundere mich die ganze Zeit, es läuft hier maximal mit 30 Frames. Ich habe keine Ahnung warum. Und auch die Schrift oben sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Sie sieht nicht mehr so scharf aus. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. So, schauen wir erst hier. Hier ist aber scheinbar nicht wirklich was. Die Türen gehen auch noch nicht von alleine auf. Nee. Okay. Speichern nochmal ganz kurz. Zum Nahe können wir auch noch, wobei ich jetzt auch nicht mehr weiß, was wir da machen müssten. Schau mal ganz kurz ins Tagebuch. So, was haben wir hier? Wo steht irgendwas von Nahe? Irgendwas hatten wir doch da mal. Oder nicht? Vielleicht habe ich es auch gerade einfach nur übersehen. Ah, da. Nahl vom Bloodpack. Okay. Dann gucken wir uns den mal an. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie's wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Grill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja. Ja. Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nahl. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Okay, wir haben es scheinbar geschafft. Allerdings habe ich die Mission jetzt irgendwie überhaupt nicht kapiert. Also, weiß ich nicht. Ich habe da jetzt irgendwie die Handlung nicht so wirklich verstanden, was halt abging. Aber, na, ist auch egal. So, was haben wir denn hier noch so? Da haben wir noch die C-Sicherheit, womit wir dann wahrscheinlich das erledigen können. Also hier mit Sedaris. Jonas Sedaris, genau. So, hier ist Apollos Café. Aber hier können wir, glaube ich, auch nicht viel machen. Nicht mal was kaufen oder so. Schade. Ah, hier. Ach, Lyra. Gar nicht erkannt. Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen.
Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barlavon. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Jo, machen wir. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt so langsam zu dieser C-Sicherheit. Wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen. Wir können ja jetzt hier nicht den ganzen Tag nur shoppen. Wir schauen mal trotzdem nochmal kurz ein wenig rum. Ah, die Waffe finde ich geil. Inferno-Panzerung. Ah, hier gibt es wirklich viele schöne Panzerungen. So, das Ding finde ich richtig geil. Das würde ich gerne haben. Ist, glaube ich, auch ein Sturmgewehr, weswegen ein Schalldämpfer nicht schlecht wäre. Waffenstabilität nehmen wir mal mit. Und Magazin, ja komm, nehmen wir auch mit. Wozu haben wir Geld, wenn wir es nicht ausgeben? So, Nos Astra, was gibt's hier? Kollektoren, oh, was ist das denn Geiles? Das will ich haben. Das kaufe ich mir noch, das Ding. So, MP, Großkaliberlauf und sonst was brauche ich jetzt nicht. Die Kollektorenpanzerung, die sieht ja wirklich geil aus. 50.000. Das ist direkt das nächste, was ich mir für 50.000 hier kaufe, denke ich. Außer es gibt hier vielleicht noch ein bisschen was Geileres. So, und wieder eine kleine Entscheidung. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste. Und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Ich unterstütze den Kunden. Ich brauche kein neues Modell. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Wow, 15 Credits. Danke. Ja, bitte. Habe ich ja gerne gemacht. Was haben wir denn hier? Zielfernrohr, was ist das denn? Ja, das sieht scheiße aus. Das möchte ich auch nicht haben. Kraftschaden, Aufladetempo. Ah, nee, da habe ich lieber meinen Helm auf. So ein Tier. Präzisionsgewehr. Sturmgewehr. Ach, es gibt so viel Geiles hier. Ich lasse es jetzt erstmal. Falls wir irgendwie sagen, okay, ich brauche eventuell doch noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft bei der Sniper oder so, können wir uns ja immer noch was kaufen, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. So, dann reden wir mal mit ihm hier. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Jetzt wieder. Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen.
Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Ja, die Sedaris ist ja jetzt nicht so, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Ist ein bisschen frech. Deswegen lassen wir die am besten erstmal da. Bevor ich da irgendeinen Quatsch mache. Gut, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir können so langsam mal von hier weggehen. Miranda wollen wir noch treffen. Das können wir dann sowieso am Dingens machen. Am Shuttle. Deswegen, also an dieser Shuttle-Bucht. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal hin, reden noch kurz mit Miranda und dann geht das mal wieder rauf auf die Normandy und jo. Dann schauen wir, dass wir wieder so langsam eine Mission machen. So, wo ist er denn? Hier müsste sie stehen. Commander Shepard, es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es keinen Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Unzählige Menschen starben in wenigen Minuten. Die Reaper sind genau das, was wir befürchtet hatten. Man hätte schon viel früher auf sie hören sollen. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Orianas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Aber er musste das Problem eindämmen. Problem eindämmen? Klingt endgültig. War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt. Das mag er nicht. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Okay. Kleines Pläuschen mit Miranda. Sollen auch wohl ihre Schwester retten bei Zeiten, wenn sie dann wirklich Hilfe benötigt. Momentan scheint das noch nicht der Fall zu sein. Aber eventuell werden wir dann, wenn sie mal wirklich Hilfe braucht, ihre Schwester wieder retten müssen oder sonst was. So, was ich jetzt aber nochmal ganz kurz mache, ist in die Kapitänskabine. Und schau dann eben wegen dem Anzug, beziehungsweise wegen unserer neuen Rüstung. Panzerungsset. Sieht irgendwie schon geil aus. Der Helm ist komisch. Also so sehen wir momentan aus. Und so mit diesen Dingens. Wir können das einfach mal anziehen und dann mal schauen. Momentan haben wir drauf Schildgenerator und sowas alles. So wird sich das Ganze
bisschen anders verhalten. Schildverstärker ist schon mal gut. Kraftschaden. Naja, Kraftaufladung geht auch noch so eben. Aber Kraftschaden. Es geht, wir machen jetzt nicht allzu viel Kraftschaden, aber... Na, schon nett. So, und Gruppe, beziehungsweise, ja, da kommen wir sowieso noch zu, wenn wir irgendeine Mission betreten, dass sie die Waffen wechseln. Beziehungsweise, das kann ich auch ganz kurz... Ach, das mache ich eben. Das mache ich eben hier unten. Dafür haben wir hier diese Modding-Station. Ich glaube, dann packe ich... Oder ich modifiziere das eben soweit. Okay, das ist soweit schon ganz gut. Packt die aber, glaube ich, erstmal raus. Und sagt dafür diese hier. Die finde ich nämlich eigentlich schon ziemlich geil. Waffenstabilität. Das hatten wir uns gekauft. Projektile. So, Zielfernrohr brauche ich, glaube ich, noch nicht. Die ist nämlich eigentlich schon ziemlich präzise, muss ich sagen. Durchschlagsmod erhöht die Durchschlagskraft. Ja, nehmen wir das einfach mal und die Waffenstabilität. Falls irgendwie, weiß ich nicht, die Dingens, ihr wisst schon, die Munition irgendwie zu knapp ist oder so, dann können wir das ja immer noch ändern, indem wir dann einfach irgendwie Stabilitätsmod oder so rausmachen und dafür was anderes rein. Aber erstmal so jetzt lassen und... Ich würde jetzt ganz gerne gucken, Isma-Grenze, da müssen wir noch was machen. Ein Wissenschaftler sucht nach verlorenen Prototypen, bla 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 bla. Suchen Sie in den Isma-Grenzen nach Komponenten, okay. Dann schauen wir mal. Da mache ich jetzt, denke ich mal, erstmal nur noch diese Nebenmission, dass wir die beim nächsten Mal auf der Citadel alle abgeben können. So, und zwar Isma. So, wo ist das denn? Hier oben sollten wir auch noch hin, der Würgeschlund. Aber hier haben wir die Isma-Grenze. Gehen wir zunächst mal dahin. Und suchen da nach diesen Komponenten, die er sucht, dieser Wissenschaftler. So, hier ist auch so ein schönes Treibstoffdepot. Sehr gut. Na gut, brauchen wir gar nicht. Geht auch so. Signal bestätigt. Ah. Okay, schauen wir uns das mal an. Metaponto. So, hier unten scheint was zu sein. Einmal eine Sonde starten und nachschauen. Und verbesserte Biotik-Implantate. Aha. Haben wir die jetzt einfach oder können wir uns die noch freischalten oder kaufen oder sowas? Hm, sehen wir vielleicht noch. So, hier soll ja eigentlich irgendwo was sein. 100% Aktivposten haben wir schon. Ob das jetzt nur bedeutet, dass wir an dem Planeten alles entdeckt haben oder so, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal noch ein bisschen weiter rum. Erstmal jetzt die ganze Außengrenze hier. Da kann ich jetzt ein bisschen weiter reingehen, vielleicht gibt es hier noch was. Hoffe ich einfach mal. Oder ob 100% Aktivposten wirklich heißt, es gibt hier gar nichts mehr. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass es hier gar nichts mehr gibt. Und einfach drauf landen können wir, glaube ich, auch nicht. Also es muss schon angezeigt sein, dass man darauf landen kann. Beziehungsweise halt mit diesen Dingen. Ne, ich glaube, normal landen geht gar nicht. Okay. Kann ich noch weiter raus? Nee. Gut, aber wo soll ich denn dann die Dinger finden? Oder waren diese Biotik-Implantate jetzt die er gesucht hat? Das kann auch sein. Diese Biotik-Implantate, da der Prototyp war, die Prototyp-Komponente, die er wirklich gesucht hat. Aber das weiß ich jetzt nicht. Müssen wir beim nächsten Mal einfach mal gucken, wenn wir auf der Citadel sind, ob er quasi die Mission so als erfolgreich ansieht oder nicht. So, Reaper-Aktivität ist schon sehr groß. Deswegen, ich speichere mal ganz kurz vorher. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn die Reaper-Aktivität auf 100 steigt. 100%. So, aber Würgeschlund, proteanischer Obelisk. Okay. Dann schauen wir mal hier. Im Würgeschlund. Hier haben wir schon 100%. Da wird es wahrscheinlich nicht sein.
Also gehen wir mal nach Ularast und gucken uns das an. Reaper-Aufmerksamkeit. So, das steigt wieder schön. Ich habe etwas gefunden. So, und jetzt? Wenn die mich jetzt haben, bin ich dann Game Over? Okay, stumpf. Finde ich aber sehr komisch. Dass dann einfach stumpf die Reaper kommen und einfach folgen. Also das finde ich ist irgendwie komisch. Komisches System. Na egal. So, dann gehen wir da nochmal ganz kurz hin. Sollte sich der Platz verändert haben. Was ich aber nicht denke. Ich denke, es ist immer noch auf dem gleichen Planeten. Ich habe etwas gefunden. Gut, dann steigt jetzt auch nicht die Dingens. Okay, Scanner starten. Immer noch weiter oben links. Da ist es doch. Dann suchen wir mal. Fundbüro. Ja, das ist schön und gut. Ah, proteanischer Obelisk. Da haben wir es. Das Artefakt, was wir suchen sollten. Okay, dann wollen wir jetzt mal wieder schnell verschwinden. Bevor die Reaper kommen. Ist auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt nicht alles komplett fertig habe in dem System. Meine Güte. So, und dann das Masseneffektportal. Wo wir auch noch hin sollten, ist dieser Arienkranz, oder wie der hieß. Arpienkranz, genau. Das ist hier. Da muss ich dann aber nochmal ganz kurz ins Tagebuch gucken. Obwohl, ja. Ich schaue einfach mal so. Vielleicht finden wir das auch so, ohne dass wir da jetzt nochmal reingucken müssen. Gehen wir hier eher in die Nähe vom Planeten. Vielleicht gibt es da eher Sachen. Scheint gar nicht so unbedingt. Es muss ja auch nicht unbedingt in diesem System sein. Aber weiß man ja nicht. Gut, ich schaue dann erstmal ins andere System. Hier unten hatten wir noch eins. Gemäh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dahin. Boah. Ja, eine ziemlich große Sonne. Oh, Reaper-Aufmerksamkeit. Und wir können wieder einfach durchfliegen, sehr schön. So, wo ist denn der Planet dazu? Ach, da ist er. Signal bestätigt. Wow. Untersuchung. Ah, und da haben sie mich. Okay, die finden mich also früher oder später. Dann mal fortfahren. Signal bestätigt. So, untersuch das mal. Da kriegen wir wieder ein bisschen Treibstoff. Da links auch, wobei wir das ja eigentlich schon haben. Also, beziehungsweise es bringt nichts, diese 750 Stück da. Nein, nicht verlassen. Untersuchen. So, Scanner starten. Weiter nach links. Und da ist es auch schon. Es ist ein bisschen einfach eigentlich. Es einfach gezeigt wird hier. Geh dahin. So, wieder Fundbüro. Das ist ja schön. 79. Flottille der Turianer. Ja, das ist sehr schön. Das suchen wir aber nicht. Gut, dann werde ich mich erstmal wieder hier rausbewegen. Und dann zu Castellus gehen. Und scheinbar wird man die Reaper nur los, wenn man quasi das System verlässt. Anders wird man die wahrscheinlich gar nicht los. So, einmal hier schön in die Mitte. Ich habe etwas gefunden. So. Was gibt's denn hier? Kriegen wir hier das, was wir suchen? Das wäre sehr schön. So, wieder Fundbüro. Und das Artefakt, was wir gesucht haben. Wahrscheinlich. Ganz genau sagen kann ich das nicht. So, als ich es nochmal probiere. Einfach mal hier oder so. Und dann quasi von den Reapern einfach abhauen, indem ich hier rausgehe. Oh, scheiße, das war nichts. Jetzt werde ich gepackt.
oder? Ausweichen erfolgreich. Na gut. Entkommen Sie einem Reaper. Sehr schön. So funktioniert das also. Haben wir das auch mal gesehen. Treibstoffdepot brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt. Aber da haben wir eigentlich noch genug von. Okay, und dann können wir jetzt ja so langsam mal wieder an eine Mission antreten. Treffen mit den Diplomaten. Hört sich vernünftig an. Können wir ja schon mal anfangen. Je nachdem, wie lange das dauert, werde ich dann zwischendurch einfach einen Cut machen. Ich denke mal nicht, dass es jetzt eine Stunde dauert oder so. Ich denke aber auch nicht, dass es jetzt in 10 Minuten fertig ist. So, hier können wir auch nochmal ganz kurz so ein bisschen umgucken. Aber hier steht auch nichts von wegen so und so viele Kriegsposten oder so. Also gibt es hier vielleicht auch gar nichts. Naja. Gut. Diplomatenschiff. Oder Schiffé. Gut. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Ashari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Dann hätte Ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen. Und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie!
Sie setzen keinen Fuß auf Sokesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Okay. Das könnte jetzt die Mission sein, die wir in der Demo schon gespielt haben. Wir nehmen mal Lyra mit und Garrus. Ah, Moment. Wir können ja mal das Aussehen hier verändern von Garrus. Wobei das jetzt nicht so geil aussieht, da finde ich das schon eigentlich besser. Und hier, da erkenne ich jetzt nicht großartig den Unterschied. Können wir ja mal machen. So, okay. Also eine Heilung der Genophage könnte eventuell schon ausstehen. Aber müssen wir mal sehen. So, hier können wir auch noch Waffenmods draufpacken. Warum eigentlich nicht? So. Und hier das Sturmgewehr. Können wir auch noch verbessern. Waffenstabilität und Präzision. So, und bei ihr können wir da was verbessern? Auch. Warum habe ich das denn vorher nicht eingesetzt? Na egal. So, hier, da habe ich was eingesetzt. Sehr schön. Okay. Wir haben 5 Punkte, die wir verwenden können. Nova. Sie haben die Möglichkeit, Nova zweimal hintereinander auszuführen. Ach nee, das bringt nichts. Mach ich lieber das hier. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Wir können die Gruppen auch später noch verändern. Und ja, es ist die Mission, die wir schon aus der Demo kennen. Also wird das Ganze auch nicht ganz so schlimm sein, wenn ich da jetzt einen Cut mache. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie zurück, Rex. Keine Sorge. Ich weiß das zu schätzen, Lyra. Es gibt niemanden, den ich bei dieser Sache lieber dabei hätte. Aber für sie halte ich auch ein Plätzchen frei, Garrus. Ich dachte schon, sie wären auf ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Diese Dinger wollte ich eigentlich nie mehr sehen. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren.
Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde Sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Okay, das machen wir dann beim nächsten Mal. Von hier kommen also alle Salarien. Ich speichere hier vorerst mal. Gruppe kann ich nochmal ganz kurz hier anpassen. Ja, verbessern wir hier mal den letzten Punkt. Kraftschaden der gesamten Gruppe oder 60% mehr Präzisionsgewehrschaden. 10% ist jetzt nicht ganz so viel, deswegen mache ich mal das untere. So, und bei Liara können wir die Singularität nochmal verbessern. Aufladetempo, das ist schon gut genug, das brauchen wir nicht nochmal so ein bisschen verbessern. Da können wir dann besser den Schaden ein bisschen erhöhen. 25 Schaden pro Sekunde ist schon nicht schlecht. Okay, und bestätigen und speichern. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns diesen Planeten genauer anschauen. Und hoffentlich die Kroganerin befreien können. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.